Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Episode des Profi-Walkthroughs von Bloodborne. Der DLC ist fast durchgespielt, wir haben noch zwei Bosse vor uns. Einer von diesen beiden Bossen, der wartet hier neben diesen ganzen vielen knienden Fischtypen. Die haben alle extremsten Respekt vor dem, was da vorne auf uns wartet und das zu Recht, denn dieser Boss ist ganz schön knifflig, ist eine ordentliche Hausnummer, werdet euch an dem bestimmt das ein oder andere Mal die Zähne ausbeißen. Kleiner Tipp, er ist ein bisschen anfällig gegenüber Blitz, das heißt, Waffe erste Wahl wäre wohl der Tenitrus, am besten auf Level 10, also maximal upgegradet, oder eben jede wie der andere Waffe, die ihr mit Blitzpapier bufft. Die Arena ist relativ weitläufig. Das ist hier dieser Strand, wo da vorne dieses Leichenvieh liegt. Und dahinter eben die offene See, die zum weiten Teil tatsächlich begehbar ist und auch als Arena dehnen kann. Es ist also nicht so eng, wie ihr glaubt. Und ihr müsst hier nicht nur am Sandstrand kämpfen, sondern könnt es auch auf offener See tun. Aber erstmal eine sehr eklige Zwischensequenz. Wie heißt es so schön? Die Schönheit der Geburt? Nun ja. Der Waisenknabe von Koss. Da vorne steht er. Er ist ein sehr heftiger Boss, weil er zum einen sehr, sehr schnell ist, zum anderen sehr, sehr viel Schaden austeilt und zu guter Letzt, und das ist das Schlimmste daran, einer der aggressivsten Bosse des gesamten Spiels ist. Der lässt euch kaum Zeit zum Atmen. Insbesondere seine Plazenta, mit der er angreift, ist ein verheerendes Teil. Wenn das trifft, sind eure Leben fast weg. Also, es ist ziemlich heftig, weil er auch noch dazu sehr erratisch angreift. Wie gesagt, sehr schnell, sehr große Distanzen überbrücken kann. Und mein erster Tipp ist, geht bitte auf offener See, um ihn zu bekämpfen. Zum einen gibt es da etwas weniger Hindernisse und zum zweiten wird so auch die zweite Phase etwas einfacher. Ich sag euch dann, wenn es soweit ist, warum das so ist. Jetzt schauen wir uns erstmal seine Angriffe an. Vieles macht er aus dem Sprung. Und, lasst euch nicht von ihm ins Boxhorn jagen, denn er kann seine Plazenta, ich nenne es jetzt mal einfach so, da ist offenbar so ein Seil dran und er kann damit tatsächlich weite Distanzen überbrücken. Also es ist nicht einfach nur Armlänge, sondern sehr viel länger, manchmal sogar richtig 10 bis 15 Meter weit. Schaut euch erstmal an, was er so kann. Denn jetzt aktuell am Anfang ist er noch relativ ruhig, aber bestraft jeden noch so kleinen Fehler. Ihr müsst jetzt einfach tatsächlich ihn beobachten und gucken, wo kann ich einen Moment finden, um an ihn ranzukommen, weil er ja tatsächlich ständig diese 360-Grad-Schwünge macht, um ihn zu bestrafen. Und tatsächlich sind diese Sprungangriffe fast die beste Möglichkeit. Aber jetzt gehen wir erstmal wieder auf See raus. Ihr könnt relativ weit raus, das Wasser bleibt knietief. Ihr lauft also nicht Gefahr, dass ihr irgendwie mal ersauft oder so. Also es geht schon relativ weit raus, keine Sorge. Mehr müssen wir allerdings nicht. So, los geht's. Sprungangriff. Und dann von hinten zweimal mitgeben. Wenn ihr das schafft, relativ schnell hinter ihn zu klommen, könnt ihr sogar ihn durch einen Backstep betäuben und dann eine Visceral Attack landen. Jetzt bin ich ihm voll in die Plazenta reingerutscht. Immer nur zwei Hiebe, dann wieder weg. Ausdauer regenerieren, Abstand gewinnen, Sprungattacke triggern und dann ein-, zweimal draufhauen und wieder weg. Außerdem können die meisten seiner Angriffe pariert werden. Das können wir gleich mal probieren. Ah, das ist ein Flächenzauber. Nicht sonderlich gefährlich, wenn ihr weit weg seid. Und jetzt versuchen wir mal zu parieren. Viele seiner Angriffe gehen. Außer seine Sprungangriffe. Nur seine Nahkampfangriffe tatsächlich lassen sich parieren. Ich muss natürlich noch die richtige Taste drücken. So, jetzt dann. Aber ihr seht, so viele Angriffe oder Varianten hat er gar nicht. Es ist also relativ leicht, ihn zu lernen, wenn man ihn einfach nur mal beobachtet.
Außer er ist nicht so kooperativ, was mein Parieren angeht. Das geht natürlich auch. Da ist es. Dann könnt ihr nochmal hin, ihm eine mitgeben. Wenn er nicht gerade schlägt, das war natürlich wieder Paradebeispiel. Wir versuchen es nochmal mit dem Parieren. Dezent zu spät, obwohl das die beste Attacke ist, um ihn tatsächlich zu parieren, wenn er so diesen Überschlag macht. Da wirft er wieder seinen Bollen. Da müsste er sehr, sehr schnell zurück oder zur Seite weichen, weil er sehr schnell wirft. Aber ihr seht, wenn man etwas passiv agiert hier, also es gibt ja viele Bosse in Bloodborne, wo man sehr aggressiv sein muss. Hier ist fast das Gegenteil, der Weg zum Sieg. Schön geduldig sein, ihn angreifen lassen, richtig drauf reagieren. Und so wie ihr die Hälfte seiner Leben runtergehauen habt, beginnt die zweite Phase. Dann wird es allerdings ein bisschen schwieriger. Natürlich. So. Das war jetzt aber ein sehr weiter Sprung, Waisenknabe. Diesen Dreher, den macht er immer zweimal und der zweite hat eine größere Reichweite als der erste. Also bitte seid da vorsichtig. Eins und zwei. Genau. So, jetzt dürfte dann gleich die zweite Phase beginnen. So, da bekommt er Flügel und wird jetzt extrem aggressiv. Jetzt müsst ihr wirklich schnell sein und vor allen Dingen seine Sprungattacken alle wegducken und am besten unter ihm durch und in seinen Rücken fallen. Das ist die einzige Möglichkeit, denn jetzt seht ihr, seine Plazenta ist doppelt so groß, richtet mehr Schaden an und überbrückt jetzt noch mehr Distanz. Seine Flächenzauber sind jetzt noch, haben eine noch größere Reichweite. Auch hier ein bisschen abwarten und versuchen, unter ihn zu gelangen. Bekommt nicht zu viel Angst vor ihm. Er schreit zwar die ganze Zeit, was unfassbar nervt. Er überbrückt so wahnsinnig viele Distanzen. Er haut brutal zu, bringt die Kamera durcheinander. Lasst euch davon nicht irritieren. Schön ruhig bleiben. Einen guten Moment suchen zum Heilen. Nur zweimal, dreimal zuschlagen maximal. Und jetzt ist der Grund, warum ihr auf See kämpfen solltet. Denn diese Blitzattacken, die er hier startet, die spawnen immer an dieser großen Leiche. Und hier oben auf offener See gehen die Blitze stark auseinander. Weswegen es hier deutlich ungefährlicher ist zu kämpfen. Oh, das hat jetzt wehgetan. Gunspam in dieser Phase funktioniert ganz gut, weil nahezu jeder Angriff, außer dass es eine Sprungattacke, parierbar ist. Also verballert mal eure Kugeln und schießt einfach mal drauf, wenn er mal Zeit lässt. Und landet so im Idealfall, so wie jetzt, hier eine schöne Visceral Attack, die ganz böse wehtut. Wieder Abstand nehmen und wieder Gunspam. Na, 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 na. Na komm. Wie ich seine Sprungattacken liebe. Ja, wir haben noch genug Blutfiolen. Deswegen können wir noch beruhigt hier auf ihn draufhauen. Es schon noch spannend machen am Ende. Na komm jetzt her.
Lasst es einfach geschehen. Wunderbar. Da wischen wir doch gleich mal hier unseren Umhang glatt. Wir bekommen den Kostparasit. Und haben jetzt hier eine merkwürdige Rauchgestalt. Die wahrscheinlich das Überbleibsel von Koss ist. Jedenfalls hat er uns mit 60.000 Seelen belohnt. Ein richtig schöner Fund. Und wir haben es jetzt tatsächlich fast geschafft. Ein Boss wartet noch. Und dann ist er DLC-Geschichte. Und dann kommen wir schon ins Finale von Bloodborne. Yay, das wird cool. Ich freue mich da tierisch drauf. Link immer, wie feierlich zum Abschied sagt. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zur nächsten Episode des Profi-Walkthroughs von Bloodborne. Bye, bye.